Gott sei Dank wurden wir auch nicht angegriffen. Wenigstens etwas. So, also auf geht's. Ich glaube, wir müssen jetzt den Regenschirm finden. Danke, Mappa. Warte. Dann hab ich hier noch einen. Irgendwie werden die Quests nicht weniger. Also ich bin ins Bett gewandert und schau hier noch ein bisschen zu. Mach das, Suret. Denn mach's dir bequem. Also wir werden noch ein bisschen machen. Dadurch, dass Frisches ja zu Hause bleibt morgen noch, werden wir wohl noch ein bisschen machen. Nein, ich will nicht in die Bank einzahlen. danke, Frisches. Ja. Ah. nee. So kann ich morgen wenigstens dann trotzdem ausschlafen. Und ja, das passt. So, das kann einmal weg. Leichte Fälle können weg. Gott, wir sind kurz vor diesem Goldenen. Das ist so... Das ist so toll. Ich könnte noch mehr verkaufen hier. Ach komm, das brauche ich alles nicht. Schwanzwurst brauche ich auch nicht. Muss ich reparieren? Nee, noch nicht. Reparieren ist noch nicht nötig. Morgen ist bei mir ein New World, aber im Fokus. Ja, verständlich. Verständlich. Ja, wie gesagt, New World wird bei mir erstmal warten müssen. Das will ich dann ja, wenn, mit Luna machen. Also Luna wird es wahrscheinlich schon vor mir spielen. Aber halt zumindest schon mal antesten. Ich werde das dann als Nachzügler beginnen. So, jetzt muss ich hier leider einfach absitzen. Jetzt machen wir doch noch einmal die Bezwingertat. Was sich das hier gerade anbietet. Hier, meine Kleinen. 9 von 30 haben wir. Bei mir ist ja jetzt Herr der Ringe auch erstmal nur so lange im Fokus, bis FF14 Endwalker kommt. Danach ist es auch erstmal Endwalker wieder. Deswegen will ich das jetzt so weit durchmachen hier, wie es geht. Wäre natürlich cool, wenn wir zumindest in das erste Addon schon mal reinkommen. Wäre halt mega. Wenn ich jetzt hier nicht im Gebiet wäre, würde ich mir gerne noch einen anderen Zopf machen. Ich habe kein Haargummi mehr hier, ne? Nee. Scheiße. Die Suche nach einem zweiten Haargummi stellt sich als schwierig heraus. werden dann bekloppt. Du, das glaube ich dir. Ich glaube, das wäre mir nicht anders ergangen.
Klasse ist einfach der Hammer. Geht sofort weiter. Krieg nur langsam echt Nackenschmerzen, wenn ich die ganze Zeit so ein Dutt trage. Ich bin schon immer wieder am Überlegen, ob ich meine Haare nicht einfach wieder abschneide. Dann habe ich diese ganzen Sorgen und Probleme nicht mehr. Aber dazu muss Frisch erstmal Zeit haben, mir die Haare wieder zu schneiden. So. Auch mal fertig. Strähne. So. In die Richtung. Ja, aber sie nerven halt. Manchmal. In manchen Momenten. Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit halt so einen Zopf trägst, dann tut das irgendwann so höllisch weh. Und wenn du dann noch dieses Headset halt trägst. Ich bin ja jetzt schon seit 11 Uhr quasi dabei, mit einer kurzen Pause von, ich glaube, 2-3 Stunden. 2,5 Stunden. Ja. Da tut das dann schon ein bisschen weh, wenn man so einen Zopf trägt. Aber offen ist halt auch blöd. Dann trinke ich die ganze Zeit meine Haare mit, weil sie einfach mega lang sind. Aber ich hatte auch mal bis hierhin. Also einmal komplett abgeschnitten. Hatte ich mal meine Haare. Sah aber nicht schlecht aus. Muss man dazu sagen. Würde ich nur heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber zumindest bis hierhin. So Schulterlänge. Hoch. Hoch. Muss ich ihn nur erstmal wieder überreden. Hallo? Die nicht in Sicht. Arschen. Ernsthaft? Wirklich? Rennst du einmal um den Baum? Jetzt eine Runde oder zwei B4. Und dann HDRO. Mach das. Und wünsche ich dir bei beidem dann viel Spaß. Erstellt hast du ja deinen Charakter schon in Herr der Ringe, ne? Aber auf dem falschen Server. Naja, du kannst ja spielen auf welchem Server du möchtest. An sich gibt es keinen falschen Server. Die Mehrheit von uns ist halt auf Bele. Ich will aber zu meiner Mami. Ey, ist das aber auch meine Mami? Mappa gehört uns beiden. Hä, wie sind es nur noch 8 Bewisse? Hä? 12 von 60. Hä, ich war doch eben bei 9. Hä? Muss ich nicht nachvollziehen. Also muss ich das spielen, wo Mappa spielt. Mist, und ich dachte, ich hätte meine Mama für mich. Schade. Nein, kannst gerne auf unseren Zimmer gucken. Dann weiß ich, wer irgendwann schon zusammen Mittelerde bestreiten wird. Ja, Mama. Okay. Wenn es sein muss. Ja, dann haben sie gar nicht mitgekriegt, dass ich stehe.
Auch nett. Nein! Mappa! Nein! Wir sind schon lieb. Wir sind artig. Wir sind ganz artig. Hybrid und ich, wir haben uns ganz toll lieb. Kannst du uns die ganzen Mappa? Sind wir nicht bei diesem scheiß Regenschirm? 34 von 60. Ja, gut, die kann ich jetzt auch fertig machen. Hm, dann ist gut. Feine Kinder. Ja. Dürfen wir zum Nachtisch was Süßes? Klingt auch so falsch, ey. Was ist das? Nur wenn ich was abkriege. Okay. Ich teile gerne. Oh, Frühschutz hat mir neulich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Samstag war das. Da war Frühschutz morgens nochmal einkaufen. Und dann hat er mir so zwei Überraschungseier mitgebracht. Diese Mädchenüberraschungseier. Und da waren Figuren von Frozen 2 drin. Ich hatte die Figur von Anna in meinem Ü-Ei. Die steht jetzt in meinem Bücherregal im Schlafzimmer. Ja, ich bin 25 Jahre alt und ja, ich sammle immer noch Sachen von Disney. So. Ja, ich habe sogar noch Barbie-Puppen im Zimmer. Ich sage, ich werde nicht erwachsen. Ich bin so wie die verwunschenen Kinder bei Peter Pan. Ich werde einfach nicht erwachsen. Ich glaube, für mich und meine zwei besten auch. Das sind wirklich Ü-Eier. Ich bin 36. Ja, ich wurde halt früher immer ausgelacht dafür, dass ich immer noch Ü-Eier esse, beziehungsweise bekomme. Ich weiß noch nicht, was da so falsch ist. Es ist Schokolade und da ist halt die Überraschung drin. Und? Was ist da jetzt so... Was ist da jetzt speziell für Kinder dran? Ich habe halt das nicht so ganz verstanden. Genauso wie wenn man sagt, oder bei manchen Leuten, wenn man dann sagt, ja, ich spiele Videospiele. Ah, bist du wohl noch im Kinderalter stehen geblieben, hä? Seht ihr da jetzt nicht das Problem? Ja, ich ja auch nicht, das ist ja das Ding. Aber manche Leute schieben da einen Film deswegen, sagen so, nee, das ist was für Kinder, das hat da nichts zu suchen. Das Geilste ist, ich weiß gar nicht, wobei eigentlich ist das nichts Schlimmes. Bevor ich Frisches kennengelernt hatte, da war halt irgendwann mal jemand bei ihm zu Besuch. Da meinte er nur so, du hast ja Katzenbettwäsche. So, mit Katzenbettwäsche findest du nie eine Frau. Und als ich das allererste Mal dann bei Frisches war, wo wir halt noch nicht zusammen waren, und ich dann halt, weil ich halt auf dem Weg zum Klo dann am Schlafzimmer vorbeikam, habe ich halt nur gesehen, zu dem Zeitpunkt war da diese Katzenbettwäsche drauf. Und ich dann hatte so, oh, wie süß, Katzenbettwäsche. Und dann hat er mir Monate später, wo wir da zusammen waren, diese Story erzählt. Und ich dann so, hä? Gerade wegen der Katzenbettwäsche sind wir zusammengekommen. Also, nein, nicht wirklich, aber.
Als wenn man deswegen sagt, nee, ich will mit dir nichts zu tun haben oder so. Das ist doch Schwachsinn. Man kann nur etwas nicht auf Dinge reduzieren. Nur wenn jemand etwas oder von etwas besitzt. Das wäre ja so, wie wenn ich sage, nee, du guckst ja der Ringe. Nee, das. Nee, gib mir nicht zusammen sein. Ja, genau das Gleiche. Nein, greif ihn nicht an. Ja, das mit der Katzenbettwäsche war halt echt der Hammer. Oh, da ist eine Kartoffel! Autsch. Und Ü-Eier sind lecker. Haben wir eigentlich schon genug Quests für das Leben eines Grenzers? Nee, noch nicht. 23 von 40. Oh. 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 Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, wie viel wir hier haben, ne? Breland, Auenland, Eretluin, Einsame Lande, Nordhöhen, Trollhöhen, Nebelgebirge, Evendim. Ja, dann noch so viel. Dann noch Ovanion. Da haben wir genauso viel. Gondor. Da wird's weniger. Und Mordor. Okay, da ist es sehr wenig. So. Noch sieht's dann noch aus, als wenn wir nie fertig werden. Einmal in die Richtung. Da mal falsch geritten. Wenn nicht das Fledermäuse. Okay. Können wir gleich machen. Mit den Fledermäusen. Da. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? So, das haben wir. Hier ist halt noch was, ne? Falco Boffin. Ja, hab ich doch. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ach so. Hier nehmen wir den Schweinebraten. So, jetzt Fledermäuse töten. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten kein Pferd. Wir hätten kein Pferd und müssten einfach so durch die Lande streifen. Wie lange wir da unterwegs wären. Spinnen. Da ist eine Fledermaus. Ich bin an der Fledermaus vorbei. Nett. Nee, die Fledermäuse sind aber etwas schwierig zu finden. Immer so dazu gesagt. Also mein Ziel ist es heute noch nach Breland zu kommen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Wie gesagt, das Buch der Taten will ich noch nicht vervollständigen. Eins will ich nochmal kurz nachgucken. Der anderen wegen der Skillung. Okay.
ist das. Loyalität ist fertig. Dann würde ich gerne Selbstvertrauen einmal mal. Ah ne, Selbstvertrauen ist auch fertig. Geht. Dann Aufrichtigkeit. So. Dann leveln wir Aufrichtigkeit einmal. Fledermaus. Der Pfeffer Fledermaus. Und Peter Flatter Fledermaus. Und das wird endlich wieder Tag. Oh, das Spiel hat aber teilweise so schöne Sonnenaufgänge. Also nicht immer, aber manchmal hat es echt so mega schöne Sonnenaufgänge. Das glaubt er gar nicht. Ah, Spinne. 130er. Einen Moment. Wir sind Bekannte des Martum-Hauses, beziehungsweise der Martum-Gesellschaft. Das ist gut. So. Dann einmal nach Michel. Nee, nach Hobbingen. Nach Hobbingen. Es kann sich ja nur um Stunden handeln. Ich muss nach den ersten 2,5 Stunden sagen, dass die Steuerung gewöhnungsbedürftig ist. Die laufen manchmal nicht so, wie sie sollen. Das stimmt. Wobei, ich habe mich halt wirklich dran gewöhnt. Es ist halt... Wenn du... Warte mal, wie viele Stunden habe ich jetzt? 295 Stunden gespielt hast. Dann hast du dich dran gewöhnt. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Machen wir erstmal noch nicht. Am Anfang ist es wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Da gebe ich dir recht. Das war der Grund, weswegen ich anfangs relativ schnell aufgehört habe. Aber desto mehr ich halt von der Story und so gehört habe, wollte ich halt unbedingt weiter. Und ich habe die Hoffnung, wie gesagt, dass sie das zum nächsten Jahr, wenn die Amazon-Serie kommt, dass sie da vielleicht noch ein paar Verbesserungen mit reinwerfen. Die wären blöd, wenn sie es nicht machen. Damit würden sie nämlich, glaube ich, einige neue Leute ins Boot holen. Aber wie gefällt dir das Spiel denn sonst so, Mappa? Wäre es ein Spiel, was du weiterspielen möchtest? Oder sagst du eher so zwischendurch mal oder eher weniger? Nee, das auf gar keinen Fall. Also, beides miteinander zu vergleichen, ist auch wirklich schwierig. Weil beide halt ihre Besonderheiten haben. Und FF14 ist halt steuerungstechnisch. Da ist man halt echt verwöhnt. Wobei man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie alt ist das Spiel jetzt hier? 2007? Warte mal. Wann ist es? Ja, von 2007. Also. Ja. Heutzutage ist man echt verwöhnt, was Steuerung angeht. Weil einem so vieles einfacher gemacht wird. Ist jetzt ganz gut. Also wenn die Zeit es zulässt, werde ich das regelmäßig spielen. Und bei FF14 hat Vorrang. Ja. FF14 wird bei mir auch immer Vorrang haben.
Wie gesagt, wenn Endwalker kommt, ist Endwalker dann halt erstmal Priorität. Nach Endwalker sieht es dann wieder anders aus. Da wird dann wahrscheinlich wieder Fokus wirklich auf Herr der Ringe Online liegen. Und so wird das wahrscheinlich im Wechsel sein. ESO ist halt wirklich nur ein Zeitvertreib für mich. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, das muss ich im Stream hundertprozentig verfolgen. Da muss ich hundertprozentig hier alles machen. Und was hatte ich denn noch? Ja gut, WoW spiele ich ja noch nicht im Stream. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das machen werde. Vielleicht irgendwann mal. Mal gucken. Eigentlich hätte ich ja schon Bock drauf. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo mich halt die Story mega interessiert. Wo ich aber auf die Hilfe anderer angewiesen bin, weil ich die Story einfach nicht ralle. Zumindest nicht die komplette Story. Es war halt damals für die Zeit eine 1A-Steuerung, aber man kann sich schnell daran gewöhnen. Ja. Also wenn man sich wirklich auf das Spiel einlässt und nicht gleich sagt, ah, nee, dann kann man sich echt schnell drauf einlassen. Also habe ich niedergelegt, hat mir nicht gefallen. Also mir gefällt es an sich ganz gut. Mir gefällt halt dieses Skillsystem nicht, dass du halt wirklich nur diese 5 Belegungen hast für deine Fertigkeiten. Und irgendwie sind gefühlt alle scheiße. Das ist das Einzige, was mich dann halt nicht so catcht, weil ich bis jetzt noch keine Klasse für mich gefunden habe, die das bietet, was ich möchte. Die spielen sich alle gleich scheiße. Ich habe aber auch noch nicht alle getestet, davon mal ganz abgesehen. Vielleicht habe ich mich auch noch nicht genug mit befasst, das kann es auch sein. Weil bei Herr der Ringe habe ich ja jetzt zum Beispiel, ich habe mir ja einen ganzen Guide rausgesucht. Ein Guide, wie ich am besten level, ein Guide dafür, wo was vielleicht sein könnte. Noch nicht nachgeguckt, aber ne. Wenn ich dann zum Beispiel für die Bezwingertat was brauche, dann geguckt, okay, welche Klasse könnte am ehesten zu mir passen. Ja, welche Berufe passen zu welchem. Ein wundervoller also, da ich mich Tag, nicht wahr? Ein paar Stunden lang mit dran gesetzt und geguckt, okay. Dann Testschar gemacht, der dann halt zu meinem privaten Hauptschar geworden ist. Und ja. So habe ich mich quasi auf Herr der Ringe vorbereitet. Innerhalb von einer Woche. Also ich habe wirklich alles nachgeguckt. Kann ich machen. Also soll ich das im Stream machen oder soll ich dir das privat schicken? Bei denen für das Buch der Taten muss ich auf jeden Fall einmal gucken. Da gab es nämlich auch einen ganz bestimmten Guide. Muss ich einmal kurz gucken. Okay. Also, ich habe hier einmal für die Bezwingertaten, falls sie dich interessieren, den Klassenguide schicke ich dir gleich. So, das ist einmal für das Buch der Taten. Dadurch kannst du dir halt auch einige Sachen holen, mit denen du dann später, die du für deine Rasse gebrauchen kannst. Dann haben wir hier der Runenbewahrer-Guide, aber ich würde gerne Klassenguide. Da kannst du dir dann deine Klassen aussuchen. Nachgucken, welches ist. Für die Berufe müsst ihr nochmal gucken, den habe ich jetzt leider nicht offen. Den Berufsguide müsste ich dir dann nachher mal kurz schicken. Kann auch sein, dass der hier mit drin ist. Ne, hier ist er leider nicht mit drin. Also für die Berufe schicke ich dir später nochmal. Aber da kannst du dir dann zum Beispiel halt... Unten hast du dann halt die ganzen Icons für deine... welche Klasse du dann halt wählen möchtest. Und dann kannst du dir das dann halt am besten aussuchen. Und das für die Berufe, wie gesagt, suche ich raus. Entweder mache ich es nachher noch oder ich suche morgen mal kurz. Aber damit gucke ich halt, was am besten passt. Deswegen habe ich hier halt auch schon halbwegs eine Ahnung, was ich hier halt reinpacke. In die Eigenschaften. Und ich glaube, die Rasseneigenschaften kannst du dir auch über das Buch der Taten, glaube ich, freischalten. Glaube ich. Nicht immer, aber teilweise. Kommt dann später erst. Weil ich weiß nicht, ob sie das jetzt geändert haben oder... Ich weiß bis jetzt noch nicht, was da reinkommt. Ich meine, das kann man sich dann später freischalten. Das dauert aber noch.
wie gesagt, das hier ist halt wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und da sieht auf diesem, oder in diesem Guide sieht man dann halt auch, was man wo am besten seine Punkte reinsetzt. Dann halt eine genaue Erklärung, wie am besten die Tugenden zustande kommen. Ja. Und dann halt, ob du, wie ich jetzt zum Beispiel, ich spiele ja jetzt gerade als Main quasi Heiler fürs Solo-Game. Wenn ich später in Dungeons gehe, werde ich zum Beispiel, okay, das, da wechsle ich jetzt mal nicht hier rüber, werde ich zum Beispiel den DD wählen. Weil ich halt in Indies wahrscheinlich nicht heilen möchte. Es sei denn, es läuft wirklich gut, dann werde ich als Heiler reingehen. Klar, Hybrid, deswegen habe ich sie hier reingeschickt. Kannst dir das gerne mit rausnehmen. Wie gesagt, du kannst auch, wenn du zum Beispiel hier Segnung des Frieden hast, kannst du auch Punkte hier verteilen. Aber ich glaube, das kostet dann 2 Punkte statt nur 1 Punkt. Deswegen sind bei manchen zum Beispiel, wenn du das hier zum Beispiel hast, ist dann hier zum Beispiel einer mit drin oder so. Du kannst alles verteilen, wie du möchtest, aber das ist halt so das Ideale. Deswegen, ja. Weil ich wollte es halt, wenn, richtig machen. Weil ich selber von den Klassen ja noch keine Ahnung habe, vor allem den Runenbewahrer habe ich nie gespielt. Magier ist ja für gewöhnlich überhaupt nicht meins. Weder Heiler, ja, ich weiß, jetzt ich gerade alles gewürfelt. Weder Heiler noch normaler Mage. Ist beides nicht meins. Nie gewesen. Aber hier, es passt perfekt. Ich kann mich selbst heilen, kann allein die Instanzen machen. Und haue genug Schaden raus. Wie gesagt, Schaden über Zeit, ich liebe es. Heilung über Zeit, ich liebe es. Rettet mir den Arsch. Und ich bin nochmal mit meiner Elbin zufrieden. Für gewöhnlich bin ich ja mit meinen Charakteren immer sehr unzufrieden. Ich bin, was meine Charaktere angeht, sehr selbstkritisch. Sehr, sehr selbstkritisch. Finde das Spinnennest. Oh, ich weiß, wo die Spinnen sind. Ich weiß, wo die Spinnen sind. Da waren wir auch schon einmal in dem Spinnennest. Naja. Gehen wir Spinnen töten. Lasst uns Spinnen töten. Statt Orks. Das Spinnennest müsste irgendwo da hinten sein. Reiten genau drauf zu. Wie gesagt, wenn du durch das Ruf der Taten kannst du dir zum Beispiel halt auch den Ruf in deinen, in den Gebieten erhöhen. Also ähnlich wie bei WoW. Dass du dir halt den Ruf in gewissen, oder bei FF14 mit dem Wind stemmen. Da kannst du dir dann später auch, glaube ich, auch Sachen drüber kaufen. Da kriegst du dann, glaube ich, später auch Reittiere und Pets und sowas. Wenn ich mich recht entsinne. Also weit habe ich halt nie gespielt. Aber desto höher du da halt stärkst, desto mehr kannst du da halt auch machen. Jetzt muss ich gerne mal gucken. Ja. Man kann das zum Beispiel auch beschleunigen, aber... ja. Braucht man nicht. Genau das hasse ich. Oh Gott, ist das ekelhaft. Boah. Ich hasse Spinnen. Okay, einmal rausscrollen. Ich will halt auch die Bezwingertat für die Spinnen schon mal fertig haben. Sind nicht mehr viele.
30 von 40, also 5 Stück. Also jetzt nur noch 4 Stück. Bist du dran? Gut, hier ist gerade keiner. Eine Spinne brauche ich noch. Nein, du bist kein Spinner. Da ist der Spinner. Komm schon. Jo. Thank you. Du bist weit Bär. So. Aber schon schlimm, dieser Gruppenzwang. Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das so hyped, ne? Ich dachte so, okay, ich spiele das einfach mal. Ihr schaut einfach so ein bisschen zu, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr dann auch noch Bock drauf kriegt. Aber freut mich. Freut mich riesig. Noch etwas, was ich halt immer erreichen wollte. Dass andere Leute auch Spaß in manchen Spielen finden. Ich hätte auch drauf. Ja, das freut mich. Bezwinger. Was fehlt uns denn noch? Wölfe fehlen uns. Schnecken. Erntefliegen. Und Räuber. Okay. Nein! Ja, warum springe ich denn wieder vom Pferdchen? Naja. Okay. Es ist Herr der Ringe. Ich kann dazu nicht Nein sagen. Und dann noch mit euch. Ein Sechser im Lotto. Oh. Ja, das stimmt. Bei Herr der Ringe hätte ich halt so selber für mich auch nicht Nein sagen können. Herr der Ringe ist für mich ein Muss. Und ich weiß auch noch, wo ich das erste Mal nach Jahren wieder gespielt habe, weswegen Frust dann halt auch wieder angefangen hat. Ich weiß auch, wie ich oben, da hatte ich diesen PC noch nicht, also da war auch der Keller noch nicht ausgebaut. Da saß ich halt oben im Schlafzimmer und hab da halt so an meinem PC gezockt und hatte dann gesagt, gut, okay, komm, installierst du deinen Scheiß wieder. Dann habe ich mit meiner Elbin wieder weitergespielt. Und dann kam ich das allererste Mal, ich war vorher noch nie im Auenland. Ich habe noch nie bis ins Auenland gespielt. Ich kam dann hier ins Auenland und dachte so, Alter, geil. Dann habe ich mir die Musik von Herr der Ringe angemacht. Laut. Frutus lag neben mir quasi im Bett, hat mir zugesehen. Meinte nur so, ja, das spiele ich auch. Und dann haben wir tatsächlich eine Zeit lang zusammengezockt. Aber dann war halt bei ihm die Arbeit halt so ein bisschen stressig. Und ja. Dann habe ich es auch wieder fallen lassen. Dann habe ich es wieder angefangen mit Kaya. Und ne? Die Geschichte kennt er ja. Und jetzt möchte ich es wirklich mal durchziehen. Jetzt möchte ich die Geschichte echt mal voranbringen. Und weiter als nur bis zur Wetterspitze. Also wenn er übrigens hier diese Aufträge macht. Das sind, also wenn ihr zum Beispiel den Ruf in eurer Siedlung, also zum Beispiel bei der Matom-Gesellschaft steigern wollt, könnt ihr halt diese Aufgaben machen. Das sind wiederholbare Quests. Also alles hier sind wiederholbare Sammelquests. Dadurch könnt ihr das, was hier zum Beispiel drin ist, zum Beispiel, ja, hier 3 leichte Panzer. Dann gibt es hier einen Auftrag für, gebt 3 leichte Panzer oder 10 leichte Panzer ab.
Und dann kriegt er dafür dann halt diese den Ruf erhöht. Wenn ihr etwas holen wollt, wo ihr mehr Ruf für braucht. Darüber geht das zum Beispiel. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es ein MMO davon gibt. Es wird halt auch viel zu wenig Werbung gemacht. Die Entwickler bringen halt immer mehr Content raus. Also, die hauen ja wirklich fast jährlich oder alle 2 Jahre zumindest ein neues Addon-Gefühl raus. Aber sie machen halt wenig Werbung dafür. Und tun auch wenig dafür, dass neue Spieler da sind und auch bleiben, finde ich. Ist also eine reine Meinungssache, weil... So manches ist halt echt ein bisschen veraltet. Seid gegrüßt. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Aber es schreckt halt viele Leute ab. Darf ich da wieder zurückrennen? Ich komme von dieser Straße nicht mehr runter. Hier ging das noch. Die Straße gleitet fort und fort. Tim Sendigmann, hallo. In den Büchern war es für ein Arsch. Hui. Bettchen auf Galopp. Mit Mütterchen Boffin. Ah ja. Also ich glaube, es könnte knapp werden mit Owenland heute fertig machen. Es ist halt eigentlich nicht mehr viel, ne? Aber trotzdem noch genug. So hab mir die 6 Erweiterungen mal geholt, bevor sie wieder teurer werden. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich habe ja gestern auch zugeschlagen. Guten Tag. Warum soll ich jetzt Schnecken töten? Was haben jetzt die Schnecken? Was haben die scheiß Schnecken jetzt mit den Spinnen zu tun? Also quasi wirst du ja dazu gedrängt, hier durchzuquesten. Also die ganz kleinen. Oh, hier kommen wir nicht mehr weg. Hier bleibt wie immer im Owenland. Wie gesagt, jetzt stellt euch noch mal vor, wenn ich nicht reiten könnte. Ich denke, dass es dann dauern würde. Jetzt habe ich das zweite Haargummi gefunden. Weil es wird, denke ich, nur nicht Free-to-Play bei mir werden. Wenn WoW wegfällt, ist das denn egal. Teuer sind die Sachen jetzt nicht wirklich, das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, ich spiele es halt auch nicht komplett Free-to-Play. Allein, ich habe ja auch ein VIP. Deswegen... Ja. War mir halt wichtig. Bevor ich gesehen habe, dass man diese Aufgabenpacks kriegen kann. Aber allein zum Reiten und so weiter. Das ist schon praktisch. Noch mehr Kupfer. Immer wieder. Nee, du bist eine Sumpfkröte. Nein, ihr seid auch keine Schnecken. Da ist eine Schnecke. Und auch Kupfer. Die Bezwingertat liegt bei 20. Das heißt, jetzt 10 Schnecken töten.
Und danach 20 Schnecken. Jetzt sollte eigentlich auch kein Problem sein. Das Finden der Schnecken ist eher das Problem. Man sieht diese Viecher so schlecht. So, sind jetzt nur noch 5. Ich guck grad mal, wie viele Punkte habe ich jetzt? 133. Also ich habe heute 130 Punkte zusammengekriegt. Weil 3 hatte ich. Drei hatte ich noch. Oh, eigentlich nicht schlecht. 133, kann man sich nicht beschweren. Also pro Tag könnte man sich ein Addon holen. Könnte. Wenn man das Buch der Taten halt durchzieht. Schneckenbezwinger. Jetzt nochmal 20 Schnecken. Schnecke. 6 von 40. Vielleicht sind es nur noch 15. Da ist noch eine Schnecke. Wie das man findet, die halt so schwer hier drin. Da ist Kupfer. Jetzt noch mal Kupfer. Aber ich hätte jetzt auch gerne mal wieder so eine Schnecke. Schnecke. Okay. Die Schnecken haben sich versteckt. Die wissen, dass ich komme. Die wissen, dass ich komme und sie töten möchte. Nur eine Sumpfkröte. Jo, Schnecke. Los da. Ich finde hier einfach keine Schnecken mehr. Kröte, Mückenschwarm. Mückenschwarm. Okay, dann nehmen wir einmal ganz kurz das Pferd. Und gucken, ob wir hier irgendwo Schnecken finden. Sumpfkröte.
Mücken. Sumpfkröte. Schnecke. Auch noch wieder Mückenschwarm. Also ich glaube, wir haben die Schnecken ausgerottet. Der ist der Boss in jedem MMO, den Namen des Schafs auswählen. Ja, und vor allem, wenn dann schon immer steht, dieser Name ist bereits vergeben. Hier ist nur eine Sumpfschnecke. Wie haben wir? 18, 45. So 10 Stück brauchen wir noch. Zwerge. Aber ein und rein ins Game. Dann viel Spaß dabei. Und als was spielst du? Als welches Volk? Meine Sumpfschnecke. Elbweiblich Waffenmeisterin. Ah, okay. Viele, viele Elben hier. Da ist noch eine Schnecke. 5 Stück brauchen wir noch. 5 Schnecken. Oi. Und der Bonus geht doch. 39 Minuten. Da ist eine Schnecke. Ja. 32 von 40. Das heißt, hier in der Baum wir nur noch 3. Oh, Mückenschwärme. Alles voller Mückenschwärme. Gibt's doch nicht, ey. Jetzt fehlen mir 3 Schnecken. 3 verdammte. Da ist einer. Nee, mir fehlen 2 Schnecken. Komm schon.
Oh, wir finden keine Schnecken. Keine einzige Schnecke. Es sind nur noch zwei. Nur noch zwei.